Herzlich willkommen zurück, zuerst bei Gothic 2, Gold Edition. Wir haben in der letzten Folge den Canyon geklärt mit einem kleinen Intertrupp hier bei den Piraten mit allen gesprochen. Craig ist auch hier und wir gehen jetzt mal pennen, dass er Tag wird. Der muss einfach mehr trinken. Dann machen wir weiter. Wir wollen so den Banditen, wir haben jetzt eine Banditenuniform erhalten, sollen uns da jetzt, also noch nicht, müssen wir noch abholen. Und sollen uns da jetzt aber reinschleichen. Gucken, wie weit wir da kommen. Wir haben sonst noch Quests. Gab es Kompass zu finden. Der Rest hat alles mit den Banditen zu tun. Und erkundet haben wir hier im Süden ja schon. Da ist auch noch ein Strand, wo noch ein paar Viehzeug ist, was auch einer der versteckten Schätze ist. Ah, dann haben wir noch den Rest der Spielwelt, den ganzen Osten, den ganzen Süden vor uns. Aber wir nehmen schon mal die Banditenrüstung, dass wir die anhaben, dass es keiner mehr random attackiert. Wenn wir dann in den Sumpf laufen sollten. Hey, du. Du sollst mir die Banditenrüstung geben. Befehl von Greg. Von Greg? Boah, ich dachte schon, ich müsste doch noch gehen. Dieser Speerjob im Banditenlager ist der reinste Selbstmord. Lieber hole ich mir den Strafdienst von Greg, als mich von diesen Banditen umbringen zu lassen. Die Rüstung. Ach ja, hier hast du sie. Sei bloß vorsichtig. Mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Okay. Ja, das hat er wirklich behauptet. Glaubst du wirklich daran? Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Das haben wir jetzt gerade bekommen, hä? Ich habe die Banditenrüstung. Gar wo? Wird sich das jemals ändern? Schermelitz, Piraten. Lederrüstung, vielleicht ist die Lederrüstung, die bei denen hätten wir sie ja schon. Ah, ne, hier. 35, 35. Okay, die sollte ich vielleicht nicht hier im Lager anziehen. Das mögen die wahrscheinlich nicht. Hier wechsle einen vielleicht und dann geht's los. Aber sobald wir den Sumpf betreten, werde ich die jetzt auf jeden Fall anziehen, dass wir nicht mal attackiert werden von random Banditen. Kommen wir mit der Quest weiter. Wir könnten vielleicht auch versuchen, an hier zu metzeln. Aber da kommen wir in der Quest ja nicht weiter. Wenn wir dann versuchen, Raven umzubringen, werden die jetzt eh alle an die Kugel gehen, deswegen, ja. Ja, den Canyon müssen wir noch im Detail erkunden, den haben wir ja jetzt mal grob durchlaufen, alles gekillt. Gab aber noch ein paar Minen, wo wir reinkommen könnten, darunter können wir nochmal zu Ende gehen. Also wir haben noch einiges zu tun, bevor wir dann wieder nach Korinth gehen werden. Ich werde versuchen, jetzt alles, was der Endon zu bieten hat, allgemein alles, was hier auf der Addon-Insel abgeht, alles zu erledigen, bevor wir den Aquarius-Quest, dass wir den Addon als abgeschlossen abgesehen, sie ansehen können. Was die Quest hier angeht, also die Quest bei in Korinnes, weiß ich ja gar nicht, ob ich davon alle von den Addons schon gemacht habe. Ne, weil ich jetzt als Kapitel 3 bin. Aber das ist da vielleicht mehr, wenn wir uns Hauptgame quasi hauptsächlich kümmern können. Meine ich halt damit und dass wir den Addon quasi in einem Rutsch gespielt haben. Okay, da ist ein Goblin, die können wir doch mal probieren. Klar, hier hat Craig anscheinend was versteckt. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Das
Jetzt haben wir den Ring und das Langschwert. Wir brauchen den Kompass, okay. Genau, das ist auch ein X. Passt. Sehr gut, bald sind wir wieder in dem Vermögen, was ich, bevor ich mein komisches Schwert habe weinen lassen, war. So. Schauen wir uns nochmal hier die Kräuter, Pilze und dann haben wir hier alles. Ist ja schon läuft, wie er einfach die Goblins als Wachen benutzt hat. Ich dachte, er würde die auch bei lebendigen Leib fressen. So, aber er ist gelootet, sehr gut. Okay. Ich laufe jetzt hier schon ein bisschen alles fertig ab, dass ich weiß, was ich hier schon war. So ein Waldbeere. Ja, ganz froh, wo Grafikzahl bewaldeter ist, gibt es ja auch diese Mod. Also mehr Wachstum von Pflanzen. Die habe ich extra nicht geholt. Weil ich mir jetzt schon gedacht habe, dass so eine Suche nach den Items wird und dann, wenn alles noch mehr verwildert ist. Ich fand es heutzutage Stahl wäre ein bisschen mehr Wachstum. Ja, ich wollte trotzdem noch Sichtbarkeit an Items noch hochhalten, dass man nicht alles komplett dickig herumläuft, versucht Items zu finden, damit man die ein bisschen klarer sieht. Deswegen habe ich dagegen entschieden, diese Pflanzenmod dann noch zu installieren. Das kann ich mir jetzt sagen, dass ich in dem Tal ist nämlich überall war. Ich gehe nochmal hier hoch, aber hier ist nichts mehr. Ist klar. Ein paar Bären. Ich muss sagen, mir gefällt der Soundtrack hier auf dem Erdung-Gebiet echt gut. Ich glaube, Jagenda heißt ja die Insel. Haben wir so oft ja noch nicht gehört. Ich weiß es halt schon, das ist eine der wenigen Sachen, die ich schon vorher von dem Eltern wusste. Ansonsten ist ja hier, wieder, wie schon gesagt, komplett blind. Oh Gott, hier geht's tief runter. Da unten ist dann wohl der Canyon, also kein Canyon, aber halt so eine Art. Ganz zerklüftetes Gebiet, wie einer Wassermann schon richtig betitelt hat. Okay, hier in der Ecke ist sonst nichts mehr. Da habe ich schon Namen aufblitzen sehen, genau. Klar. Vielleicht nicht gleich da schon runtergehen. Aber das ist nicht das Gebiet, wo ich mich jetzt gerade erstmal drum kümmern will, sondern ich will erstmal zu den Banditen latschen. Nur hier oben schon mal ein bisschen. Da war noch was. Hab ich gesehen. Eine Menge Bären.
Verwirrkräuter wir wegsammeln. Gefühlt mehr wächst hier als in Corinnes. Okay, wir haben ja jetzt nächstes Level ab. Ich hätte bei den Banditen jetzt natürlich gleich was lernen können. Aber ich will mal die anderen mal zukünftig ein paar Lernpunkte in anderes Zeug setzen, weil wir haben jetzt da schon ziemlich viel Stärke und Einhände reingebuttet. Und den Bogen. Vielleicht nochmal einer die Sprache von den nächsten Sprache lernen, wir sehen. Ich dachte gerade kurz, es war ein Monster, dabei war es bei mir hier ein Real-Life-Geräusch. Muss können wir ranhaut abziehen, sehr gut. So, wie die zweite Stufe gelernt haben. Ja, hier geht es auch in das Gebiet runter. Das werden wir jetzt noch nicht durchqueren werden. Das machen wir am Ende. Außer es wird da eine Quest hin, dann natürlich eher. Aber wenn es Bonus ist, eine Erkundung bietet, dann. Und da irgendwo der Kompass vielleicht weggekommen ist, machen wir das zuletzt. Okay. Die Sprache der Bauern. Text. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Lehre mich die fremde Sprache. Die hohe Sprache der Priester. In der Sprache der Priester sind vor allem jeder dieser Texte. Okay, wir können sie noch nicht lernen, deswegen wollte ich gerade mal gucken, wie das kostet. Wir würden es ja normalerweise sagen, wenn wir die 15 Punkte zusammen haben. Weil damit können wir nämlich diese Lehrtafeln dann lesen, sobald wir. Ich glaube, Level 30 ist das Level halt einfach nicht mehr so gut wie nicht mehr so einfach machbar. Und dann lernen wir halt den Rest von den Tafeln noch an Skills. Das ist mein Plan, deswegen will ich bis dahin alle Sprachen erlernt haben für Lernpunkte. Weißt du, mehr von diesen wertvollen Steintafeln noch finden? Ich glaube, wir haben schon einige. Wir haben einige übersehen bestimmt schon in Corinnes. Aber gut, ich will eh noch im Zuge der anderen Kapitel dann so einiges nochmal abklappern. Weil ja eh neues Viehzeug nachspawnt. Warum lernt Mixi hier rum wie so ein. Naja. Warte mal. Wir können der Job ein bisschen zum Mana steigern, aber für was denn? Wir benutzen eh nicht so viel Runen. Warte mal. Lehre, was will? Exakte Heilung würde ich dann ganz gerne noch lernen. So. Okay, jetzt haben wir noch 7, weil exakte Heilung ist besser. Ich sollte mal ein bisschen mehr in Alchemie anfangen zu gehen. Ich habe so viel Heilkräuter dabei, ich muss sie halt nur mal in Tränke verwandeln. Ja, und die 7 könnten wir dann immer noch ein Geschick pushen, wenn ich einen Lehrer dafür finde. Außer im Banditenlager, Piranlager. So, ich tick mal ein paar Sachen bei Kronos, hätte ich gesagt. So, hier, das ist, dass wir es doppelt und dreifach haben. Können wir ein bisschen loswerden, hier die ganzen Knüppel, die braucht eh keine. Okay, ja, Krallen und so weiter möchte ich alle gern bei einem Jäger verkaufen, es war egal, ich weiß, immer gleich viel wert. Hier, das sind nicht die Blutkelche, das sind die hier, genau. Kannst du mir auch noch zu Ende machen, aber weiß ich auch nicht, wo die anderen alle sind. Ja, den anderen Klingplatz verkaufe ich dann lieber in Corinnes, wo ich dann eher wieder drankomme, weil ich es doch mehr irgendwie brauchen sollte, weshalb brauchen wir. Hey! Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Wegen Raven. Hast du etwas bisher noch nicht? Ich denke, ich habe ja was für dich. Diese Art von Steintafeln kennen wir bereits. Die bringen uns jetzt nicht weiter. Es muss noch mehr geben als das. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Nefarius erzählte mir von einer Flut.
Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Rademis, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Okay, kam es in EP mit Adanos. Ihm darüber zu reden, sehr gut. Und da würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Sumpf, und weil ich mich aber sicherer fühle, weil ich mache das nicht in der Wassermagie. Ich habe keine Ahnung, was diese Rüstung auslöst, ob die irgendwelche Reaktionen auslöst, wenn ihr versteht. Also ist die Kacke. Das heißt, erst wenn ich gleich den Sumpf vertrete, ziehe ich die an. Ich bringe halt keinen Schutz gegen Monster. Wäre gleich in unserer Ritterrüstung. Oh mein Gott, Jungs. Das ist William. Das ist die Leiche. Das ist der Fischer, ne? Ah, belastend. Naja, haben wir den ersten der Verschwundenen gefunden. William, wenn der Mond im vollen Licht steht, wird die Wache abgelenkt sein. Schleich dich raus, aber sei vorsichtig. Wenn du den Knüppeldamm folgst, kannst du den Sumpf verlassen. Das Piranlager liegt auf der anderen Seite des Tals, weit im Westen. Von dort solltest du dir ein leichter Boot entkommen. Jemand, der es gut mit dir meint. Schade. Okay, es wurde aber jetzt nicht aktualisiert, ne? Die... Vermissten. Ja doch, die Leiche eines Fischers liegt östlich, das war er, genau. Also einer der Vermissten ist schon mal tot, das ist kein gutes Ergebnis bis jetzt. Was den wohl erlegt hat, einer der Banditen oder die Varane? Dann würde er nicht hier drin liegen, oder? Vielleicht hat einer der Banditen eingeholt und getötet. Ich habe irgendwie so einen kleinen Hass gegen die Banditen, es ist schwer für mich nicht gleich schwer zu ziehen, sondern erst bei denen mitspielen zu müssen. Naja. So gut im Undercover sein als ein harmloser Held. Das war er schon immer. Oh Gott, hast du mich erschreckt. Stimmt der da einfach raus? Der Witzbold. Jeder Beutel, sehr gut. Und einen Ring, das sind für eine. Ring der Heiler, dem sind Kibus 20. Alles klar. Flammenschutzring ist nicht so wichtig wie das Ding. Manche mehr Lebenspunkte nehme ich mit. Doch klar. Den anderen Ring muss ich tragen, weil der cool ist. Der Wassermagierring. Hier hat Kirk auch was hergraben. Soll ich dann gleich mal checken. Ja, hier komme ich schon wieder hoch zu den... Thank you.
Okay, hier geht's in Richtung X. Okay, ich glaube, das ist nicht hier oben, das ist da unten. Ja, komm. Mach ich das mal noch nicht, ich komme dann später drum. Ich will jetzt eigentlich das mal Richtung Sumpf und da alles klären. Und dann halt Banditenrüstung rechtzeitig überstreifen. Dass sie mich nicht gleich Aggressionen gegenüber mich haben. Mir haben. Ich weiß, sag ich falsch Deutsch. Die Stelle da, die werden wir natürlich gleich ausbuddeln. Die wahrscheinlich hier unten in der Höhle sein. Das hätte ich so schon gesehen. Ja, das ist ganz klar eine Höhle. Oder ist da das X? Nö. Da will jemand drin, der ist natürlich despawned schon. Ja, okay. Nö. Das ist auch wahrscheinlich eine Höhle. Gut, dann ziehen wir ab hier lieber die Banditen ran. Wir kommen ja jetzt gerade gleich in den Sumpf. Wir wurden ja gewarnt, dass wir da nicht unter Banditenklettern rein sollten. Stücke ich jetzt ab jetzt schon nötig, das weiß ich zwar nicht, weil ich mich kenne. Aber wir sind jetzt halt bei Lied. Mal sagen, damit sind wir im Sumpf. Der ziemlich groß ist. Gut, ich gehe mal erst gegen Norden. Ich denke mal, da wird halt logischerweise. Also gegen Nordosten. Da wird logischerweise bei den Camp sein. Das Ding da oben rechts. Der Rest ist vor allem Sumpf. Aber die haben ja ein paar Vorposten, hieß es. Da werden eh schon bald auf die Äste stoßen. Eine Sumpfgasdrohne, so. Schieß mal gleich vor sich dabei drauf. Ja, genau, okay. Hast du Loot? Nee, hast du nicht. Weil sie Toten mit Leder, Beutel, Spruchrolle und Trank. Mehr dasselbe Muster. Und da ist der erste Vorposten, der gemalt war. Wo wir jetzt gleich angegriffen werden, wo wir rütteln, wenn wir ohne Rüstung hinrennen, aber aktuell sind wir nicht aggressiv. Weil wir die Rüstung auch noch haben.
Scheiße, noch ein neuer. Auch wegen des Goldes hier, was? Gold? Jetzt hör auf. Jetzt hör auf, mich zu verarschen. Alle Neuen, die hierher kommen, wollen in die Mine. Aber stell dir das bloß nicht so einfach vor. Wie komme ich zum Lager? Folge einfach dem Steg. Aber wenn du in die Mine willst, musst du an Franco vorbei. Er erwartet von allen Neuen, dass sie sich erstmal eine Weile hier draußen abrackern. Erzähl mir mehr über die Mine. Ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du rein bist, stell dich gut mit Franco. Er ist hier draußen der Boss. Er entscheidet, wer als nächster rein darf. Aber er wird dich nur reinlassen, wenn du hier draußen nicht die Eier schaukelst. Also geh zu ihm und lass dir eine Aufgabe geben. Wo finde ich diesen Franco? Er hängt meistens auf dem Vorplatz zum Lager rum. Stell dich bloß gut mit ihm, sonst bekommst du am Ende noch so einen Scheißjob wie ich. Musst du hier die ganze Zeit rumhängen? Ich soll alle Neuen untersuchen, damit sich bei uns kein Spitzel einschleicht. Aber das kannst du vergessen. Ich meine, wir sind hier am Ende der Welt, mitten im Sumpf. Niemand kann uns finden, niemand wird uns finden. Und warum sollte sich jemand die Mühe machen, einen Spitzel zu uns zu schicken? Hallo. Was gibt's Neues? Nee, im Moment gibt's nichts Neues. Dreckiger Dieb, na warte! Ich warne dich, versuch das nicht nochmal, du dreckiger Dieb! Hahaha, mit dem alles nochmal machen, Leute. Lass uns das Geld abnehmen. Na, immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Deine Waffe nehme ich mal mit. Sind wir tot? Ja, wir sehen sehr tot aus. Wie die Diebe einfach hinrichten. Ja, Leute, ich darf das alles nochmal machen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich soweit bin. Ich hätte vorspeichern sollen. Selber schuld. So, Leute, ich habe noch ein bisschen gespielt. Ich habe den Lux auch wieder durchgeklickt. Passt. Ich hab gerade auch gespeichert, keine Angst. Was willst du hier? Willst du ins Lager? Ja, ich bin... Interessiert mich nicht, wer du bist. Ich bin Franco, ich bin hier der Anführer. Also, wenn du hier draußen einen guten Job machst, bringe ich dich ins Lager. Ramon, der Torwächter, wird dir sagen, ob sie im Lager neue Leute brauchen. Sprich mit ihm. Ich hätte das nicht gemacht. Schick mich jetzt rein. Und was, wenn ich Nein sage? Dass das alles ist. Der war doch sturzbetrunken. Dann warte ich eben noch ein bisschen. Genau. Irgendwann muss das hier so kommen. Hä, hey, was? Ich verstehe es nicht. Was soll ich jetzt machen? Okay. Keine Namen, nicht interessant. Hey, was willst du? Kann mir nicht vorstellen, dass du eine Erlaubnis fürs Lager hast. Franco schickt mich. Er will wissen, ob jemand im Lager gebraucht wird. Ja, wir brauchen jemanden. Gestern hat wieder einer von den Kerlen den Löffel abgegeben. Dieser Idiot hat sich mit Esteban angelegt. Wer ist Esteban? Der Anführer des unteren Lagers. Er entscheidet, wer in die Mine kommt. Also sagt Franco, dass Torus nach einem neuen Mann verlangt. Alles klar? Torus? Der Torus? Ja, der Torus. Der Mann, der die neuen Leute anfordert. Der Mann, der entscheidet, ob und wann ein neuer Typ aus dem Sumpf ins Lager kommt. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du ihn von früher kennst. Naja, ja. Pass auf, jeder kennt Torus. Trotzdem kommst du nicht rein und ich werde ihm nichts ausrichten. Ich bin der neue Mann. Hey, versuch nicht, mich zu verarschen. Es entscheidet immer noch Franco, wer von euch ins Lager kommt. Und? Hast du alles im Griff? Hier ist alles in Ordnung. Solange niemand rein will, der nicht rein soll. Komm, uns auch einer von den Kartisten. Verleihe, alle so Idioten, wenn sie hier anheuern. Das will doch keiner wissen. Alles namenlose Banditen, gut, alles nicht interessant. Der Torus, also auch.
Torus braucht einen neuen Mann. Gut, ich werde mich darum kümmern. Moment, was ist mit mir? Du hast noch nichts geleistet. Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. Okay, du willst eine Chance. Du kriegst eine Chance. Schwing deinen Hintern zu Logan. Die Sumpfhaie rücken ihm zu sehr auf die Pelle. Hilf ihm, mit den Viechern fertig zu werden, dann bist du schon so gut wie im Lager. Wo finde ich Logan? Wenn du vorm Lagereingang stehst, geh an der Felswand links entlang. Es ist ein Stück weit im Sumpf. Ich habe schon eine Menge geleistet. Weißt du nichts davon? Soll ich auch mal von Jorgens ein Lied dazu reinziehen? Das ist eine der wenigen Szenen, die ich hiervon schon kenne. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit gewartet. Aber so cool. Muss ich mal reinziehen, wenn ihr den nice Track von Jorgens nicht kennt. Das ist der verlinke ich sogar unten. Passt einfach zu der Folge. Ja, es geht mir nicht auf den Nerv. Mit Blut fliegen. Hey, du. Schau an, ein neues Gesicht. Willst du nur im Weg rumstehen oder bist du gekommen, um mir zu helfen? Franco schickt mich. Er meint, du kannst Hilfe brauchen. Also, was gibt's? Die Sumpfhaie kommen mir ein bisschen zu nahe. Wird Zeit, ein paar von ihnen zu erledigen. Lass uns die Sumpfhaie angreifen. Du hast begriffen, wie du hier weiterkommst. Gefällt mir. Psst. Hörst du das? Ja, ich höre sie. Verstehe. Und was machen wir jetzt? Sie kommen. Sie haben Appetit auf einen Happen Menschenfleisch. Wollen wir doch mal sehen, wer hier wen fressen wird. Auf geht's. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ich kenne dich doch noch. Das war das Zeug. Sehr gut. Tote Sumpfhaie sind gute Sumpfhaie. Das wird ihren Brüdern eine Warnung sein. Alles klar, gibt's noch was zu tun? Sonst hau ich mal wieder ab. Mach das! Wenn du noch was lernen willst, du weißt, wo du mich finden kannst. Ist immer noch einer. So. Was kriege ich für meine Hilfe? Franco lässt dich hier verschimmeln, wenn du nichts tust. Wenn du ins Lager willst, musst du schon mit... Außerdem kann ich dir... Aber bild dir ja nicht ein, dass Franco dich... Es gibt Leute hier draußen, die warten schon eine ganze Weile darauf, reinzukommen. Und der Nächste, der reinkommt, bin ich. Und wehe nicht. Was gibt's denn im Lager? Die Frage ist doch, was gibt es nicht im Lager? Es gibt doch keine Sumpfhaie, keine Sumpflöcher, keinen Sumpfhalt. Stattdessen haben sie Schnaps und Gold. So viel ich weiß, haben sie da auch eine Frau. Alles klar? Zeig mir, wie ich Tiere ausnehmen kann. Wenn du was über Blutfliegen wissen willst, geh zu Edgar. Der Mann hat Ahnung davon. Und wenn du Sumpfhaie oder Echsen ausnehmen willst, musst du wissen, wie du Felle und Zähne reißen kannst. Das kann ich dir zeigen. Ich komme später wieder. Ja, kann mir nichts zeigen, weil ich schon alles kenne. Warum sitzt du hier rum? Ich habe Ärger am Hals. Momentan ist es gesünder, wenn ich mich nicht mehr im Lager blicken lasse.
Was ist los? Ich hatte ziemlich gute Beziehungen zu einigen der Piraten, verstehst du? Hab mich mit den Jungs immer vor ihrem Lager getroffen und gehandelt. Mann, ich hab für das halbe Lager eingekauft. Tom bringt mir dies, Tom bringt mir das. Und dann haut dieser Mistkerl Esteban dazwischen. Was ist passiert? Esteban hat Juan geschickt. Einen von seinen Jungs. Der Mistkerl hat uns aufgelauert. Ich war gerade dabei, mit den Piraten den Deal zu machen. Da kam er aus dem Dunkeln und hat sie mit zwei Schlägen niedergemacht. Mann, der Typ ist schnell. Aber nicht schnell genug. Ich konnte ihm entwischen. Und seit dem Überfall versteckst du dich hier? Ich bin zuerst zurück ins Lager und hab Fisk, Huno und den anderen Bescheid gesagt, dass sie ihre Lieferung vergessen können. Und dass Esteban hinter der Sache steckt. Wenn Esteban rausfindet, dass ich den anderen gesagt habe, dass er für die Sache verantwortlich ist, bin ich tot. Deswegen gehe ich nicht zurück ins Lager. Und sonst? Sonst? Sonst sitze ich hier rum und zähle Steine. Geht ja nicht zu Marlin. Tom, gab es jetzt gerade Aktualisierung, aber hat denn der das jetzt reingetragen? Nirgends, oder was? Naja. Ich würde schon irgendwas damit gemacht haben. Mit dem Dialog. Gut, Leute, das war's aber für diese Folge erstmal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wo wir noch mehr leisten. Wisst ihr nichts davon. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.